Hallo, schön, dass du hier bist. Heute geht es um das Thema Perspektive beim Schreiben, insbesondere beim Schreiben eines Romans, die berühmte Erzählperspektive und warum es so fatal ist, wenn diese Perspektive in sich wackelt. Ja, also bevor wir eine Geschichte erzählen, entscheiden wir uns ja als Autor, welche Perspektive wir wählen. Zum Beispiel wählen wir die Ich-Perspektive. Das ist eine Perspektive, die sehr dankbar ist, wenn man die Ich-Perspektive in der Vergangenheitsform wählt. Das ist auch eine Perspektive, die ich Anfängern empfehle, die aber auch sehr packend ist, weil der Leser natürlich sehr nah am emotionalen Geschehen ist und auch sehr nah an der erzählenden Figur. Eine andere Erzählperspektive ist die aus der dritten Person. Das ist auch ein Klassiker. Und da gibt es unterschiedliche Höhen. Also wenn man sich vorstellt, die Perspektive ist eine Eule, dann kann die auf der Schulter sitzen von demjenigen, der im Zentrum der Geschichte steht, oder sie kann oben über dem Geschehen schweben als allwissender Erzähler und nimmt dann alles von weiter Entfernung wahr, ist aber dafür nicht so nah dran am emotionalen Geschehen. Also jede Perspektive hat ihre Vor- und Nachteile. Und was ich immer wieder beobachte, wenn ich lektoriere, ist, dass die Perspektive wackelt. Und ich glaube, das ist auch das, was ein professionelles Manuskript unterscheidet von einem, wie formuliere ich es jetzt, ein Manuskript von einem Autor, der seine ersten Schritte macht oder der dieses professionelle Schreiben nicht erlernt hat. Da fällt das dann häufig auf. Also beim professionellen Manuskript ist die Perspektive stimmig, die wackelt nicht. Da gibt es nicht zu viele ungewollte Hin- und Herbewegungen. Und bei Manuskripten von Newcomern, von Debütautoren, da fällt mir immer wieder auf, dass die Perspektive wackelt. Was meine ich damit, die Perspektive wackelt? Also angenommen, du erzählst in der dritten Person. Und hast eine Geschichte mit mehreren wichtigen Figuren, dann kann es passieren, dass du immer wieder von einer Figur zur anderen hüpfst und den Leser im Grunde davon abhältst, dass er sich mit einer Person näher identifizieren kann. Aber genau das braucht er ja, um in der Geschichte mitzufiebern. Aber auch in der Ich-Perspektive kann es zu Unstimmigkeiten kommen. Also auch da kann es passieren, dass diese Entfernung variiert und der Leser dadurch verunsichert wird. Bei der Ich-Perspektive habe ich beobachtet, geschieht es eher, dass der Autor, der ja dann diese Ich-Perspektive gewählt hat, bei besonders emotionalen Passagen sich plötzlich anfängt in Allgemeinplätzen in Floskeln zu verlieren, auch von Mann spricht statt von ich. Also er entzieht sich dieser Emotionalität, was für den Leser in dem Moment nicht gut ist, weil er möchte ja dabei sein, der möchte ja ganz nah am Geschehen sein. Und ausgerechnet dann, wenn es ans Eingemachte geht, fühlt er sich plötzlich weiter entfernt, also wie auf Distanz gebracht. Das sollte natürlich nicht passieren. Und weil diese Sache mit der Erzählperspektive so wichtig ist, das ist Basishandwerk beim Schreiben, habe ich ein Online-Seminar dazu gestaltet. Das ist auch vom Preis günstiger als meine anderen, weil es eben auch ein Einsteigerthema ist. Es ist auch ein bisschen kürzer als die anderen. Das heißt, da musst du dir nicht viel Zeit nehmen. Es ist schön kompakt und ich habe die Perspektiven, die einzelnen, genauer beschrieben, erklärt, wo die Fallen sind jeweils, wo die großen Chancen sind, worauf du achten musst. Und das Ganze habe ich verarbeitet zu der Eulenmethode. Das heißt, du kannst mit Hilfe der Eule dir immer wie eine Art Eselsbrücke bauen, sodass du immer ganz genau weißt beim Schreiben, wo bin ich gerade mit der Perspektive und wo gerät die Perspektive möglicherweise ins Schwanken. Also du kannst das im aktuellen Schreibprozess nutzen, das Seminar. Du kannst es aber auch nutzen, wenn du schon ein Buch geschrieben hast und bist gerade in der Phase, dass du es überarbeitest, bist vielleicht kurz davor, es zu veröffentlichen. Dann kannst du mit Hilfe dieser Eulenmethode nochmal genauer auf die Erzählperspektive in deinem Manuskript schauen
und überprüfen, ob du den Leser wirklich immer auch mit ins Boot nimmst oder ob er zu viel hin und her gerissen wird und möglicherweise gar keine enge Bindung zu den Figuren und zu der Geschichte aufbauen kann. Und das ist extrem wichtig. Also ich kann nur empfehlen, sich mit dem Thema Erzählperspektive intensiv auseinanderzusetzen. Denn du kannst einen noch so tollen Plot haben und noch so tolle Charaktere und einen gigantischen Wortschatz. Wenn diese Erzählperspektive nicht stimmt, dann steigt der Leser früher oder später aus. Dann wirst du ihn verlieren. Deshalb immer gut auf die Erzählperspektive achten, denn aus ihr ergibt sich auch die Erzählstimme. Und die ist ja nochmal wichtiger, ja, weil das ist so dieses Bindeglied zwischen dem Leser und den Figuren. Ja, wie gesagt, das Seminar ist ein Online-Seminar, ist nicht termingebunden, findest du auf meiner Website. Du kannst es dir nach dem Kauf runterladen, 6 Monate lang, insgesamt 3-mal. Du kannst es dir also auf unterschiedliche Geräte herunterladen und kannst es dir auch so oft anschauen, wie du möchtest. Also das gehört dann dir, kannst es dir nicht nur einmal anschauen, sondern wenn du magst, speicherst dir ab und verinnerlich dir das dann immer wieder von Manuskript zu Manuskript mit Hilfe dieser Eulenmethode. Ja, dabei wünsche ich dir viel Spaß und ich hoffe, ich konnte dir hiermit auch schon ein paar wichtige Hinweise und Impulse für dein Manuskript geben und natürlich wünsche ich dir auch ganz viel Freude und viel Erfolg beim Schreiben. Bis bald und eine schöne Zeit dir. Alles Liebe. Ciao.